Hey Leute, herzlich willkommen. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mich jetzt schon eine Weile beschäftigt. Und zwar so quasi der Krieg der Rennspiele zwischen Gran Turismo Sport und Forza Motorsport 7. Und ich möchte euch in diesem Video 5 Gründe aufzählen, warum ich GT Sport besser finde als Forza 7. Gleich vorweg natürlich, Ganze ist natürlich meine persönliche Meinung. Das heißt, ihr könnt da andere Standpunkte haben. Vielleicht seid ihr nicht meiner Meinung, vielleicht seid ihr meiner Meinung. Gerne eure Meinung auch ab damit in die Kommentare. Dann können wir da gerne drüber diskutieren ein bisschen, beziehungsweise vielleicht auch drüber reden. Wie gesagt, alles meine Meinung, aber das sind einfach Punkte, die mich persönlich ein bisschen, warum ich GT Sport einfach besser finde. Bei den Rennspielen gibt es jetzt schon seit einigen Monaten, seit September, Oktober herum, und ich muss ja ehrlich sagen, ich habe GT Sport bis Januar eigentlich komplett ignoriert. Also ich habe mir zuerst gedacht, das könnte was sein, könnte vielleicht aber auch nicht. Durch die ganzen Verschiebungen hin und her war ich da ein bisschen skeptisch und dachte mir, nee, das kann eigentlich gar nicht gut werden, deswegen lassen wir das lieber. Und dann habe ich es mir plötzlich gekauft, das im Angebot war, und dachte mir, blöd, dass ich mir das eigentlich nicht vorher schon gekauft habe, weil das ist echt gut. Man bedenke auch an dieser Stelle, für Gran Turismo ist das ja quasi das erste Spiel mit der aktuellen Konsolengeneration, das heißt auf PS4. Die Entwickler da haben sich sehr viel Zeit gelassen, was auch grundsätzlich gut ist. Andererseits natürlich haben sie weniger Erfahrung. Bei Forza darf man nicht vergessen, es ist mittlerweile der dritte Forza Motorsport Teil für die Xbox One, beziehungsweise jetzt den PC. Und insgesamt der fünfte Forza Teil, weil es gab ja 2 Horizon Teile auch für die aktuelle Konsolengeneration. Und das heißt, die bei Microsoft haben im Endeffekt 5 Spiele oder 4 Spiele voraus den Gran Turismo Entwicklern. Und trotzdem finde ich Gran Turismo das bessere Spiel. Und jetzt kommen meine 5 Gründe, warum das so ist. Grund Nummer 1 und meiner Meinung nach der quasi wichtigste Punkt eigentlich ist, das Spiel wird kostenlos mit neuen Inhalten versorgt. Es gibt kostenlose Updates, die neue Sachen hinzufügen und so weiter. Und die Updates betreffen natürlich grundlegend Bugfixes und so ein Zeug. Aber man muss auch sagen, sie bringen neue Fahrzeuge ins Spiel, neue Strecken, neue Rennen, neue Escapes, Schauplätze für diesen quasi Fotomodus, zu dem ich dann in Punkt 2 noch kommen werde, beziehungsweise ich schon ein Video dazu gemacht habe. Und wenn man jetzt bedenkt, der Karrieremodus war ja ursprünglich nicht im Spiel, weil es ein Online-Spiel war quasi. Und sie haben den kostenlos dazu gepatcht mit einem Update, im Dezember, Januar glaube ich herum. Und das ist schon mal eine coole Sache. Sie haben das nachgeliefert, was quasi gefehlt hat, weil die Leute natürlich da ein bisschen Aufreger drum gemacht haben. Vermutlich hätte Forza das Ganze nicht so einfach gemacht. Was man auch nicht vergessen darf ist, bei Forza gibt es diesen Carpass. Den kann man kaufen für 30 Euro. Da bekommt man glaube ich 6 Carpacks, wenn mich nicht alles täuscht, zu jeweils 7 Fahrzeugen. Macht 42 Fahrzeuge. Kostet aber 30 Euro, beziehungsweise 7 Fahrzeuge in einem Pack kosten jeweils 7 Euro. Und das sind 42 Fahrzeuge für 30 Euro, was ganz schön viel Geld ist, vor allem ist die Hälfte des Preises des Hauptspiels. Also es ist schon sehr, sehr viel. Wenn man jetzt bedenkt, GT Sport hat mittlerweile über 50 Fahrzeuge kostenlos dazugebracht, außer neue Rennstrecken, neue Features und wie es aktuell heißt, sollen auch später noch neue Features hinzugefügt werden, wie Fahrzeuge, wie Strecken, wie aber auch Regenrennen. Und das sind halt Sachen, die grundsätzlich klar, im Vorfeld gefehlt haben, aber die Entwickler arbeiten wenigstens dran, um das Spiel weiter nach vorne zu bringen, neue Features einzufügen. Bei Microsoft habe ich nicht das Gefühl, dass sie quasi die Community was Gutes tun wollen, Sachen kostenlos bringen, dass sie da viel in die Richtung veranstalten, sondern die gehen gleich über zum nächsten Spiel und das war's. Punkt Nummer 2 sind die Scapes oder der Scapes-Modus oder wie auch immer das Ding jetzt eigentlich genau betitelt werden mag. Ich habe schon mal ein Video zu dem Thema gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt, verlinkt ist es unten in der Videobeschreibung. Hier aber nochmal eine Kurzfassung, was Scapes eigentlich ist. Ihr könnt das über, 1000 Fotohintergründe, die es aktuell sind, auswählen, könnt eure Fahrzeuge, die ihr im Spiel habt, dort platzieren. Die werden wirklich schön in die Szenerie gerendert, die werden mit richtigen Reflektionen, mit richtigen Lichten, mit richtiger Belichtung und so weiter, alles schön quasi eingefügt in die Fotohintergründe, was schon mal sehr, sehr geil ist. Ihr habt eine Vielzahl von Filtern, Einstellungen, die eben das Ganze sehr cool aussehen lassen. Und ich finde, die Fotos sehen echt sehr, sehr geil und sehr, sehr realistisch aus. Klar, Forza hat einen Fotomodus, den man quasi während dem Rennen triggern kann, da Fotos machen kann. Aber es ist doch mal was anderes, ein bisschen was cooleres, finde ich einfach. Auch wenn bei GT Sport natürlich der quasi während dem Rennen der Fotomodus ein bisschen fehlt. Grund Nummer 3 ist der Multiplayer. Gran Turismo Sport ist auf Multiplayer ausgelegt, das war es von Anfang an. Singleplayer war ja gar nicht so ausgebaut, deswegen ist der erst im Nachhinein dazugekommen. Aber, und ich finde einfach auch, Microsoft hat bei Forza auch irgendwie quasi forciert, dass sie E-Sports machen möchten. Dass sie mit dem Ganzen ein bisschen mehr quasi in Richtung Multiplayer gehen mögen, dass sie auch Wert darauf legen. Ich habe aber das Gefühl, bei Microsoft kommt das nicht so gut rüber. Bei der Forza-Serie ist der Multiplayer einfach weit hinter dem von GT Sport. Was jetzt grundsätzlich einmal am System liegt, das heißt Bestrafungssysteme, Regelsysteme. Es ist nämlich so, zumindest habe ich das so aus der Erfahrung aus den letzten Forza-Teilen, beziehungsweise auch eben aus Forza 7, dass online einfach
gegen Drängeln, gegen Abkürzen, gegen ja quasi irgendwelche Sachen einfach sehr, sehr wenig unternommen wird vom System her, dass es einfach schlecht funktioniert. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Community bei GT Sport ja in Anführungszeichen erwachsener wirkt. Bei Forza habe ich das Gefühl, da sind sehr viele Crash-Kiddies unterwegs, die einfach nur darauf aussehen, Chaos zu veranstalten. Und so sind die meisten Multiplayer-Rennen ziemlich chaotisch und eher ja ziemlich uncool. Bei GT Sport gibt es die Leute natürlich auch, keine Frage. Hatte ich auch schon einige Rennen, wo mich die Leute abgedrängt haben, wo Leute abgekürzt haben. Aber die werden meistens dafür bestraft. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, wenn die mich abgedrängt haben, dass ich dann natürlich weit hinten bin. Aber grundsätzlich werden die Leute bestraft und bezahlen quasi dafür, dass sie da ja nicht ordentlich fahren. Deswegen gibt es ja auch diese Sportsgeistwertung, die natürlich negativ ausfällt, wenn man Leute berührt und so Sachen. Punkt Nummer 4 ist die Controllersteuerung. Und das mag einfach nur mein persönlicher Eindruck sein. Ich habe jetzt ein bisschen verglichen. Ich mag zwar grundsätzlich den Xbox One Controller mehr als den PS4 Controller, vor allem den Elite Controller, der ist echt geil. Aber ich muss sagen, ich finde Gran Turismo Sport lässt sich mit dem Controller besser steuern als Forza. Und ich merke das einfach, ich habe jetzt ein bisschen wieder Forza spielen wollen. Ich wollte auch ein bisschen ja quasi mal wieder ausprobieren. Vielleicht ist es ja doch gut. Aber irgendwie werde ich mit dem Spiel und mit der Steuerung einfach nicht warm. Ich finde sie zu direkt mit dem Controller. Ich kann das, oder vielleicht bin ich auch zu blöd, ich weiß es nicht. Ich habe keine Option gefunden, die Lenkempfindlichkeit einzustellen von dem Controller. Wie gesagt, vielleicht liegt es an mir. Aber ich finde einfach, bei Gran Turismo Sport, finde ich, lässt sich von Haus aus ohne Einstellungen vorzunehmen viel, viel besser fahren. Punkt Nummer 5 ist für mich, ja, wie soll ich das erklären, mehr oder weniger die Fahrhilfen, könnte man sagen, beziehungsweise einfach auch die Art und Weise, wie man Kurse oder Strecken in dem Spiel lernt. Ich habe einfach das Gefühl, mir fällt in GT Sport viel, viel leichter, den Kurs, also die Strecken in Hinsicht ja auf Ideallinien und Bremspunkte viel besser ja lernen zu können, viel schneller lernen zu können. Bei Forza habe ich irgendwie das Thema, ich brauche die Ideallinie, weil ich sonst keinen wirklichen Haltepunkt habe, wo ich bremsen soll oder muss. Da ist meistens die ersten paar Runden immer ein bisschen kompliziert. Außerdem muss man auch sagen, Forza hat ein echt gutes System, was die dynamische Ideallinie betrifft, die wirklich gut funktioniert. GT Sport hat das nämlich nicht. Und das ist ein Grund, warum man quasi bei GT Sport gezwungen wird, die Kurse ein bisschen besser zu lernen. Es gibt ja diese Bremspunkte sozusagen, die angezeigt werden, in dem das Fahrzeug, also in dem angezeigt wird, dass man runterschalten sollte in einem empfohlenen Gang. Und gleichzeitig gibt es diese Pylonen, die man sich aufstellen lassen kann, quasi am Streckenrand. Die helfen, das sind so kleine Gimmicks, die helfen aber ungemein, die Bremspunkte besser zu finden, besser ja die Strecke einschätzen zu können, besser das Rennen, also die Strecke lernen zu können. Und auch wenn das jetzt eigentlich ein Negativpunkt, wie Negativpunkt klingt für GT Sport, finde ich es ein positiver Punkt, weil ich einfach gezwungen bin, quasi den Kurs besser zu lernen. Ich habe auch das Gefühl, es fällt mir deutlich leichter als in Forza 7. Ja, das war es jetzt soweit mit meinen 5 Punkten. Das ist natürlich nicht alles, was ich jetzt besser finde oder was meiner Meinung nach besser ist gegenüber Forza. Allerdings sind das für mich Punkte, die mir relativ wichtig sind. Vor allem Punkt Nummer 1 finde ich schon mal sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr gut auch, dass sie da das Spiel besser supporten. Natürlich, punkto Fahrverhalten, Realismus und so weiter, kann ich jetzt ehrlich gesagt wenig sagen. Also für mich steuern sich beide Rennspiele sehr gut grundsätzlich. Bei Forza habe ich halt das Gefühl, die Controllersteuerung könnte ein bisschen besser sein. Da ist einfach GT Sport noch ein bisschen besser. Was jetzt den Realismus betrifft in Richtung Simulation und so weiter, kann ich ehrlich gesagt aus 2 Gründen nicht viel dazu sagen. Ich bin noch nie in einem Rennwagen gesessen, beziehungsweise bin auch noch nie gefahren, was ich gerne mal würde grundsätzlich, aber bin ich bisher noch nicht. Das heißt, ich habe auch wirklich kein Gefühl, wie sich echte Rennwagen oder beziehungsweise ja echte so Sportwagen fahren. Ich meine, mein Auto hat 90 PS, da geht halt jetzt wenig und ich bin noch nie auf einer Rennstrecke gefahren. Das heißt, kann ich das eher schwer vergleichen mit den 500 PS Porsche, der da drin ist, oder mit dem Lamborghini oder mit den GT3 Fahrzeugen und so weiter. Also das ist natürlich ein bisschen schwer abzuschätzen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Außerdem habe ich kein Lenkrad. Das heißt, ich kann jetzt eher schwer sagen, okay, mit Lenkrad wird es wahrscheinlich ein bisschen realistischer sein, ein bisschen anders sich anfühlen das mit dem Controller, aber dadurch, dass ich nur einen Controller habe, ist es halt für mich irgendwie schwer festzustellen, ist das Ding jetzt wirklich realistisch, ist es gut vom Fahrverhalten und so weiter. Ich finde, beide steuern sich grundsätzlich gut, auch wenn eben Gran Turismo Sport meiner Meinung nach besser ist, was den Controller betrifft. Und auf die Fahrzeug- und Streckenauswahl will ich auch nicht genau eingehen. Ich meine, Forza hat umfangtechnisch deutlich mehr, muss man sagen. Natürlich gibt es die 700 Fahrzeuge, wobei mir hier auch wesentliche Fahrzeuge fehlen, wie zum Beispiel aktuelle GT3 Fahrzeuge. Dafür muss man sagen, GT Sport hat dafür ja einige, sag ich mal, der Straßenfahrzeuge, der Supersportwagen, der Exoten und so weiter, eher weniger. Also da fehlen mir ein paar. Zum Beispiel Pagani ist ja gar nicht vertreten. Oder der aktuelle Audi R8, der ist zwar das GT3-Fahrzeug drin, aber nicht der Straßenvariante. Der Lamborghini Centenario zum Beispiel, was ein extrem schönes und geiles Auto ist, der fehlt mir so ein bisschen im Spiel. Und natürlich muss man auch sagen, GT Sport hat von den Strecken her
hat einfach wenig. Dafür kommen da welche hinzu. Ich hoffe auch, dass zukünftig noch andere dem Spiel hinzugefügt werden. Also wie gesagt, um das soll es auch gar nicht gehen. Forza hat klarerweise den größeren Umfang, aber dennoch ist es für mich eigentlich grundsätzlich das schlechtere Spiel, was nicht heißen muss, dass es schlecht ist, aber halt nicht so gut wie GT Sport. So, das war's mit meiner Meinung zu diesem ganzen Thema. Ist eh schon wieder ewig lang geworden. Wenn ihr andere Meinung seid oder gleicher Meinung, wie auch immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was da eure Meinung zu dem Ganzen ist. Vielleicht spielt ihr gar nichts von beiden, vielleicht spielt ihr beides. Vielleicht habt ihr da auch einen Favoriten. Gerne damit ab in die Kommentare. Ansonsten, ja, lasst gerne ein Like da, ein Abo da und wir sehen uns zum nächsten Mal im Video.